Hammer, ne? Hab gerade getankt für 2,79, natürlich rappelvoll, ne? Alter Schwede, hier ist der Sprit billig. Ich bin hier in Pahrump. Das ist ja der einzige Ort, das ist Nevada, ne? Das muss Nevada sein, lass mal gucken. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Weil nämlich die Prostitution erlaubt ist. Lass mal gucken hier. Das wäre die Junction. Ja. Das Weg ist ja gar nicht mehr so weit weg. Ja, ich bin natürlich einen riesen Umweg gefahren, ne? Hin, ne? Weil ich nach unten über nach Shoshone wollte. Egal. Was ist, hier ist der billig, hier ist der Sprit saubillig. Ich starte mal wieder die Maschine. Hier ist der Sprit richtig günstig. 2,79, alter Schwede. Da habe ich auch den Tank habe ich eben voll genagelt. Also bis zum letzten Tropfen, ne? Warte mal, hier kann man noch rechts drauf, ne? Das ist auch viel angenehmer. Achso. Ja, die habe ich voll gehauen. Vielleicht dann ja. So. VW Stopp. So, jetzt guckt euch das mal an, wie einfach das geht. Zack. Ich. Dann der hier. Na, dann ich. Und dann wird er hier gleich starten. Und das funktioniert alles, ohne dass man ein Ampelsystem haben muss. Ich zeige euch, die Kamera so scheiße hingehalten, ne? Ach, werde ich jetzt noch 108 Kilometer. Bin ich wieder zu Hause. Ja. War doch nicht so weit weg. Das waren wirklich nur 35 Kilometer von der Pahrump hier. Von Death Valley Junction. Das ist also noch nicht so weit weg. Also ich habe eigentlich mit 2,5 Stunden gerechnet Fahrzeit, wenn ich Gase gebe. Eher 3, wenn es dunkel ist. Aber brauche ich gar nicht. Also mit 2 Stunden komme ich auch locker hin. 2 Stunden? Ja, ja. Nach Vegas? Ja. Bis ich wieder im Hotel bin? Locker. Ja, weiter geht's. Tank wieder gut gefüllt. Für 2,79. Also so einen Preis habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich dachte schon 3,5 in Vegas ist günstig, aber 2,79 ist auf der Bahn. Ne? Ist ja unglaublich. Was ist hier denn los? Wenn ich überlege, im Mai habe ich bezahlt durchschnittlich April, Mai so 3,75. Ja, 3,75 habe ich immer abdrücken müssen. Ne? Die 4 hatte ich auch schon gesehen. 4 Dollar. Jetzt 2,78. Also hier sind Preisschwankungen unglaublich. Bei uns in Deutschland komischerweise müsste das genauso laufen. Aber die Mineralölindustrie, die weiß ganz genau, ey, gehen wir mal 5 Cent runter, dann freuen die sich, dann tanken sie alle, wie die wir knacken. Obwohl sie im Grunde genommen 50 Cent runtergehen könnten. Na, 50 vielleicht nicht, aber ja doch, vielleicht doch. Ne? Ja, so sieht's aus. Frechheit ist das. Ne? Die zocken uns richtig ab. Ne? Wenn du den Amis hier erzählst, dass wir fast 9, umgerechnet 9 Dollar zahlen für einen Liter, dann, für eine Gallone, dann rasten die aus, dann werden die sofort, da wäre hier ein Aufstand, ne? Wir Bürgerkrieg. Ja. Aber wir mit uns Deutschen kann man ja alles machen. Ja, auf meiner Kamera sieht alles heller aus, als es ist. Ne? Schon ordentlich dunkel geworden. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Im Display jedenfalls sieht das tierisch hell aus. Ne? Als wenn die Sonne noch scheint, so halbwegs. Hier ist ein Verzierer. Nicht das hier. Der Dorf. 160. Ja, mein Navi, dieser Sappel-Navi hier, dieser Cynic Aura, ist wirklich geil. Also, das ist echt ein Hammer-Programm, macht kaum Fehler. Kann ich echt empfehlen. Für Deutschland auch. Ja, wenn er mal einen Fehler macht, dann darf man da nicht nachtragend sein. Ne? Aber. Aber folgen Sie dir N160. Ansonsten fehlerfreies System. Wirklich gut. Kann man abbiegen. Bitte rechts abbiegen und folgen Sie dir N160. Guck mal, weil hier sind wieder keine Schilder. Ich wüsste nicht, wo es längs geht. Ne? Das ist alles Pissecke hier. Hier, dann pflastern Sie hier irgendwas hin und dann weiß ich nicht, wo geht's nach. Wo geht's nach Vegas? Wo geht's dahin? Wo geht's dahin? Nö, einfach eben so ein T-Ding. Nach rechts geht's irgendwo hin und nach links geht's irgendwo hin. Tolle Wurst. Ne? Und keine Sau weiß Bescheid. Ne? Außer die Einheimischen, die wissen natürlich, wo es hingeht. Aber wenn ich Hans Wurst hier rumfahre, keine Peilung. Ne? Ohne Navi wäre ich wieder aufgeschmissen. Muss ich jetzt nach rechts, muss ich nach links? Hätte ich raten müssen. Ne?
also die Beschilderung hier ist eine Katastrophe. Ne? Das ist echt eine Katastrophe. So. Wir müssen noch 4,1 Kilometer fahren und dann, weiß ich nicht, wieder geradeaus. Hier ist auch eine Tanke, glaube ich, ne? Also nur, was der Sprit hier kostet. Da bin ich aber gespannt. Tanke? Ja, sieht fast so aus. Hier kostet der Sprit, also eine Schrotttanke, ist der Sprit. Kann man gar nicht lesen. 3,12. Ja, da habe ich richtig günstig getankt. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Weil ich dachte, ey, 2,78, das kann nicht angehen. Viel zu billig. Voll geil. Ich glaube, gar nicht Fahrrad gewesen da. Doch war ja ein Ortsschild. Welcome to Fahrrad. Ja, Fahrrad, da war ich auch von stehen geblieben. Genau. Das ist ja die Stadt, wo die Prostitution, ja, die einzige Stadt, wo die Prostitution offiziell erlaubt ist. Man macht es nicht glauben. Deswegen sind hier nämlich diese ganzen schicken Ficken Ranches und so. Die findet man hier alle in Fahrrad. Das heißt also, wenn jemand richtig legal einen wegstecken will, ne? Dann sagt der Vegas einfach irgend so ein Heini Bescheid. Der kart den hier nach Fahrrad. Oder die holen den sogar ab. Und dann macht er da. Und dann, ne? Dann lümmelt er da rum wie so ein großer, ne? Dann geht er in so eine schicken Ficken Farm. Ranch. Die haben ja verschiedene. Nennt sich immer Ranch, ne? Chicken Ranch und hier, was weiß ich, Pussy Ranch und wie das hier alles heißt. Man kommt vielleicht an so ein Ding ja vorbei. Hier ist nur ein RV-Park, das hat nichts mit Bumsen zu tun. Weil da oben, das sah mir ganz komisch aus. Lass mal gucken hier. Warum benutzen die Mieter bitte den Verkehr beachten? Ja. Fahren Sie weiter geradeaus und folgen. Das gehört ja auch noch alles zu Fahrrad. 60. Das könnte ich auch mal alles so fahren. Hier ist das nämlich, hier muss das sein. Moment, Augen auf, schicken, ficken, Ranch oder sowas. Mal gucken, wo es blinkert. Hier geht's richtig ab. Hier wird gelümmelt bis zur Bewusstlosigkeit. Hier für die Sadomaso-Abteilung, da können die sich dann immer Sachen billig einkaufen, ne? für ihr Sadomaso-Zimmer. Irgendwelche Kettenscheiße oder so. Fahren Sie weiter geradeaus. Fahrramp, tatsächlich. Hier ist nämlich Fahrramp Valley Junction. Das war gar nicht Fahrramp. Also das hinten war auch schon Fahrramp, wo ich so billig getankt. Guck mal, hier kostet es auch 2,78. Und die Tanke kenne ich hier nämlich. Die habe ich mir schon mal getankt. Da vorne kann man ganz toller Lakritz kaufen. Ja, also was ich mir alles merken kann, ne? Oder? Ich meine, hier habe ich irgendwo Lakritze gekauft. Keine Ahnung. Den kenne ich doch nicht. Er sieht ja auch alles gleich aus. Nee, passt doch nicht. Das muss anders gewesen sein. So, pass mal auf. Jetzt habe ich mal die Äuglein offen. Hier sind Dennis. Radio Shack. Albertson. Das ist mir so Shopping-Abteilung. Wie läuft das rum? Ja. Shopping-Abteilung. Walmart haben die hier auch. Ja, wo haben die überall, ne? Ja, aber wo haben die hier ihre... Nach einem Kilometer bitte den Verkehr beachten. Ich rasse den Lenk. Fahren Sie weiter geradeaus und folgen Sie der N160. Wo haben sie hier ihre Tattoos? Karls Junior, das ist hier der was futtern. Möbel. Außerhalb, ne? Bestimmt am Stadtrand. Ich glaube auch nicht, dass sie diese Fickdinger hier direkt nämlich an die Main Street daran schustern. Da gibt es wirklich Ärger. Ne? Gold Town Casino. Nach 400 Meter bitte den Verkehr beachten. Da merkt ihr, das nervt ein bisschen. An jeder Kreuzung labert da rum, ne? Wo sind die ganzen schicken Ficken? Dingsen, Bumsen. Bumsen. Läden da. Ich habe keine Ahnung, das wissen wahrscheinlich nur Einheimische hier. Fahren Sie weiter geradeaus. Das muss,
Das muss ein bisschen außerhalb sein. Ich weiß nur, Fahrerramp ist das Bumsparadies hier für die Vegas-Indianer, die legal einen wegstecken wollen. Ne? Weil in Vegas ist das ein bisschen gefährlich. Na gut, klar, wenn du dann, dir da so eine Puppe daran ruderst, da aufs Zimmer telefonierst, was die dann da macht, das ist natürlich dann Privatsache. Ne? Die kommt ja nur zum Entertainment. Deswegen ist es in Vegas ja auch legal. Also nicht die Prostitution, das ist ja keine Prostitution, sondern das ist eine Dienstleistung. Entertainment-Dienstleistung, nach dem Motto, die tanzt für dich. Naja gut, wenn du dir natürlich $200 an Schlipper steckst, dann lässt dir den Schlipper auch fallen. Ne? Und dann kannst du da nicht nur die $200 reinstecken, sondern auch andere Sachen. Ja. Ja, ich erzähle dir wieder ein. Ne? 70 Kilometer. Also, ich bin der Rödelprofi, warte mal. Tja, normalerweise würde ich denken, das müsste so eine Glitzerhäuschen sein. So, ne? So irgendwie so mit blinkenden Herzen. Und so, ne? Ah, das ist bestimmt hier. Sind. Leute, guck mal hier. Da hinten ist nämlich schon wieder mit was Rotes. Seht ihr das? Das ist außerhalb. Das ist garantiert rechts oder links hier irgendwo, ne? Da sind diese ganzen schicken Ficken-Farmen, ne? Wo die ganzen Schicken warten. Die Schicken warten, ja, auf Kundschaft. Halbnackig. Und dann geht's ab, ne? Dann sagst du einfach, hier, Schicken, komm mal mit. Das machen wir Schicken Ficken. So, Leute. Oh, hier glitzert's. Aber das kann auch wieder nur ein Casino sein, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. So eine Bumsbude schon wie Casino aussehen soll. Saddle West. Nee, das ist nicht. Hier vorne, das gibt schon auch alles in Saddle West hier. Ne? Sieht auch schon so verrucht aus. Fireworks. Kannst du auch Feuerwerk kaufen. Nee, das ist irgendwie so ein billiges, schrottiges Casino hier. Wo die Locals ihre letzten Dollars lassen. Ja. Home of Continue Winning. Ja, selbstverständlich. Ja, nee, also Nevada West Plaza, Banken. Nee, das hat, also an der Main Street haben sie hier nicht schicken wegen. Schade. Hätte ich gerne gezeigt, weil da gibt es einen ganz bekannten Laden. Ah, die suche ich beim Internet nochmal aus. Das gibt nämlich einen super bekannten Laden. Also, da gehen alle hin, ne? Weil der ist richtig gut, ne? Also, da kannst du richtig gut schicken ficken, ne? Das ist bestimmt auch richtig teuer, ne? Aber egal. Dermatologie, ne? Passt ja fast, ne? Am Ausschlag. Vorderen am Schwanz. So, Freunde. So, ich hör's auf. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. So, Freunde. Tschüss. Bye-bye. Ich melde mich vielleicht in Vegas wieder. Vielleicht. Tschüss. Liebe Freunde, kleiner Nachtrag. Ich bin jetzt hier durch. Jetzt geht's direkt nach Vegas. Noch 73 Kilometer ist das noch von Fahrraum von Vegas entfernt. Cool. Ja, das ist echt eine Abkürzung nach Death Valley, ne? Naja gut, ich bin nun vom Süden gekommen. Ne? Wenn ich nach Süden von Death Valley Junction nach Süden fahren will, ja, dann kann ich auch die andere Strecke fahren, die ich gefahren bin. Egal. Zum Thema Schicken Ficken nochmal. Hier an der Main Street findet man die Buden nicht. Das ist, muss hinten weiter irgendwie rechts oder links sein, aber das ergoogle ich nochmal. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wo diese Buden sind. Ne? So rein investigativ für euch, ne? Damit ihr nicht so lange suchen müsst. Ihr geilen Natter, ne? Wobei in Vegas laufen ja so viele Chicks rum, so besoffen. Normale Weiber, ey, da braucht man ja gar nicht sowas. Ne? Die kriegt man ja umsonst. Ne? Die Frage ist bloß, will man's, ne? Man weiß, was die alles haben. Ne? Ja, vielleicht mehr, als man mag. So, jetzt ich schleiche schon wieder längs. Ich muss mal Hacke geben hier. Die lungern schon wieder hinter mir rum. Geil sind auch immer die Leute. Guck mal hier, wie dunkel das ist. Das sieht jetzt wieder heller aus als jetzt, aber schon richtig dunkel. Geil sind auch die Leute, die dann ohne Licht durch die Gegend fahren. Das schneiden die eigentlich nicht, das habe ich schon so oft gesehen. Die fahren im Dunkeln ohne Licht. Das geht gar nicht. Aber die kriegen das irgendwie hin. Da fehlt nur, dass sie die Taschenlampe raushalten. Ne? Also, nur, die haben nur ihre normale Seitenbeleuchtung an. Aber kein Standlicht, ne? Kriegen die nicht hin. Egal. So, jetzt geht's auf den Wheeler Pass. Wie schnell durfte ich hier? 55, ne? Jetzt fahre ich 60, dann passt das schon. So, Freunde, jetzt muss ich mich auch konzentrieren. Jetzt ist es böse dunkel. Ich bin ja so ein bisschen nachtblind. Ne? Das ist ja mein Problem, ne? Und dann strahlt er mich hier natürlich auch noch tot hier, ne? Oh, den mach ich gleich aus. Dummerweise habe ich an dem Ding hier Tag-Nacht-Umschaltung habe ich ausgeschaltet. Jetzt rächt sich das. Jetzt wäre ganz gut, wenn er ein bisschen dunkler wird, ne? Aber egal. Ja, so, jetzt höre ich auf. Jetzt
habe ich auch, glaube ich, schon die ganze Speicherkarte voll gelabert. Und das ist eine 16 GB Karte. Ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ihr merkt, ich bin immer noch angeschlagen, aber mir geht's besser. 65. Ha, jetzt darf ich Gas geben. So, danke. Ja, mal gucken, hier die Nachtsichteigenschaften von der Kamera. Ja, meine Batterielampe leuchtet auch schon, ist sowieso gleich zu Ende. So, tschüss, Freunde. Wir sehen uns wieder in Vegas. Tschüss.